Nein. Warum Marktplatz? Warum tust du mir das gerade an? Gut, ich weiß, wo wir ihn hinsetzen können. Spiel gesichert. Dahin. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh. Diese Baupläne. Nein, können Sie nicht. Ich will mich in Frieden. Ich habe dir nichts getan. Unterhaltungsmangel. Natürlich habt ihr Unterhaltungsmangel. Konnte ich einfach ein Buch lesen gehen? Lass das. Gut, wir brauchen mehr Ruhm. Wir brauchen mehr Ruhm und Ehre. Feuer verwüstet Ihre Stadt. Natürlich verwüstet Feuer meine Stadt. Was soll das Feuer auch sonst tun? Einmal im Leben Pause machen vielleicht? Fürchterliche Vorstellung. Oh Gott, das wird eine Plage, die Welt schaut hier rauszuprügeln. Bin gerade die 8000 und die erfordern 200. Kommt nur und seht euch, ich helfe euch gerne aus. Meine Lager stehen euch jederzeit. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ich helfe euch gerne aus. Wir könnten davon 500. Von den 8000 könnten wir 480 abziehen. Das würde uns 6 Häuser abnehmen. Dann wären wir bei 7520. Aber diese 6 Häuser werden dann sowieso keinen Unterschied mehr machen, glaube ich. Also, ob wir jetzt 200 Häuser aufsteigen lassen müssen. Oder 196. Das soll uns eigentlich keinen großen Unterschied machen. 194, das soll uns keinen großen Unterschied machen. 206 oder 196 wiederum müssen. 194 ist vielleicht doch ein größerer Unterschied. Das wären 14 Adlinghäuser, die wir nicht brauchen würden. Das würde unser ganzes Leben doch deutlich vereinfachen. Da können wir vielleicht ein paar Patrizierhäuser in unserem Königreich stehen lassen. Gut, nutzen wir den Fischereihafen gerade, weil er nicht wirklich irgendwas für irgendwas anderes wichtig ist. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und tun, was getan werden muss. Was benötigt der? Ein Platz oder... Okay, da steht gar nichts, was der benötigt. Bitte nur, dass das zum Plan von Hafenstädten dient. Gut, wir brauchen einen Nahrungsstand, der Gemeinschaft verursacht.
sagen, wir fangen dann hier an. Dann bis hier. Und weiter geht es schon gar nicht mehr. Okay. Grüne Flagge sagt, da werden Dinge angeschlossen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als der grünen Flagge zu glauben. Auch jetzt sagt die grüne Flagge, es werden Dinge angeschlossen. Wir haben von eurer Großherzigkeit gehört. Wir dürfen bleiben? Das ist ein Wort. Dann braucht ihr Glaube. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passieren würde. Da passt ihr nicht hin. Warum? Weil die Straße im Eimer ist? Wird die Straße irgendwie im Eimer? Interessant. Genau, Glaube zur Erholung, okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Erholung? Es scheint bergauf zu gehen. Ich sollte mein Geschäft weiter ausbauen. Von mir aus Erholung, was soll's. Da ist einmal ein Wanderprediger hier hinsetzen. Wir haben immer Spaß mit ihren Hexenverbrennungen, wir haben keinen Ruhm mehr. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich bekomme regelmäßig, wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ich brauche eine ganze Flotte, die das regeln kann. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Gut. Unterhaltung. Wein. Natürlich brauchen wir Wein dafür. Buchstand für Bildung. Lässt sich machen. Wir hätten ihn hier hinten einsetzen müssen. Egal. Merken wir uns für die Zukunft. Waffenstände sorgen für Sicherheit. So und so. Unterhaltung haben können wir nicht sichern. Da brauchen wir Wein. Und mehr Ruhm. Denn was brauchen wir auch sonst? Gibt es nicht irgendwo noch ein Insel-Item, das irgendwie so 1000 kostet? Das wäre eine gute Investition, damit wir noch schneller Ruhm kopieren könnten. Wie schön, euch wiederzusehen. Der wütende Würfelwurf ergibt nein. Noch ein erfahrener Kapitän, der noch repariert und erhöht die Trefferpunkte, der erhöht der Schaden. Der dritte Steuermann ist besser. Ein bisschen weniger, aber die Geschwindigkeit ist wahrscheinlich viel wert. Darüber. Nächster Schritt, Holz. Viel Holz. So, unsere Vorratsspeicher. Was sagen die gerade? Brot geht aus. Bier geht aus. Wände gehen aus. Das war zu erwarten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Getreide und Kräuter gehen uns nicht aus. Wieso?
Wir haben ein Schiff gebaut, das explizit dafür da war, uns Mehl zu transportieren. Du. Von hier nach hier. Schaff in Scheffelsberg Mehl rüber. Und zwar viel. Und lade in Goldfoot aus Mehl und zwar viel. Du machst das. Und dann können wir hier eine Bäckerei irgendwo reinsetzen oder vier, damit sie das Brotproblem löst. Eins. Drei. Greift den nicht an, okay. Drei. Hä? Warum, was mit euch passiert? Wo seid ihr schon wieder hin? Diese ganzen Gebiete hier hätte ich eigentlich... Okay, da können wir hier den vierten hinsetzen und den fünften. Fünf Bäcker müssen das Problem lösen. Euer Beistand in dieser Angelegenheit wäre mir willkommen. Klar, also hier beschaffen wir deine 15 Tonnen Bücher. Das ist ja ohne Probleme machbar. Kommt nur. Ich bin gern bereit, mit euch zu reden. Ich schlage ein. Meine Lager stehen euch. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Und niemand hat jemals gesagt, dass eine Weltstadt zu bauen eine einfache Angelegenheit werden würde. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Damit hätten wir diese Dinger geregelt. Jetzt kommen die Wohnhäuser. Okay, Brotmangel, aber ansonsten haben die alles zur Hand. Das bedeutet, wir können jetzt hier ohne weitere Probleme Platzhalter setzen. Damit wir die Straße drumherum ziehen können. Nein. Okay, soll ich das gleich rumbeschaffen? Davon geht es nämlich wieder alles aus. Holz und noch mehr Holz. Die Einwohner ihrer Siedlung verlangen nach mehr Sicherheit. Ich weiß nicht wer. Ich weiß nicht wo und ich weiß nicht warum. Aber wir finden es gleich heraus. Wie dazu wollte ich gerade kommen.
Spiel gespeichert. Wie kannst du immer noch Dingen mangeln? Ist angeschlossen. An alles außer an Sicherheit. Deswegen hätten wir den hier woanders hinsetzen müssen. Weil die Waffenstände des Gegners sich ein bisschen beißen. Mit zu viel Überschneidung. Wobei, nee, überhaupt nicht. Du wiederum bist absolut berechtigt. Können wir den Platzhalter kopieren? Nein. Zumindest kosten die Platzhalter keinen Ruhm. Wäre noch unangenehmer. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Sehe ich das richtig, dass wir diesen Bereich gar nicht anbinden können, weil der Platz nicht so weit geht? Na, gute Arbeit. Auch hier geht's nicht weiter. Gut, mehr als das hier kriegen wir nicht raus aus dem Gebiet. Jetzt reichen wir zuerst die ab, damit wir halt wissen, von wo es bis wo es wir bauen können. Und dann stellen wir fest, dass wir keinen Ruhm mehr haben. Ich hoffe, ihr findet, wenn es weiter nichts ist. Ich hoffe, ihr findet. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Falsch. Richtig. Feuer wütet in ihrer Siedlung. Wir ignorieren den Wasserbereich dazwischen. Es ist nämlich nicht nötig, die Keimmauern hier komplett auszufüllen. Wir sehen, alles passt. Für den irgendwie nicht. Keine Ahnung weshalb. Können wir gleich herausfinden, woran es dem mangelt. Am Weinstand, nicht wahr? Buchstand. Auch gut, lässt sich machen. So, und... einen nach hier hin. Die an den Rändern machen wir immer zuletzt, weil es ansonsten nur eine Plage wird, die vernünftig unterzubringen. Und kein Ruhm mehr. 183. Woran mangelt das gerade an nicht viel? Sammelt ihr mal ein bisschen Stein, Holz dann ein bisschen ein. Holz und Stein. Damit liegt man niemals falsch. Lieber zweimal Holz. Danach brauchen wir Glas. Große Plage wird mit den Versorgungsgütern, mit den restlichen Versorgungsgütern bestehen. Maßgeblich. Mit Bier und Brot. Wir können hier vielleicht noch ein bisschen Bier herholen. Also wir können hier definitiv noch ein bisschen Bier herholen. Aber ich würde wahrscheinlich eher Brot herstellen. Weil wir daran den größten Mangel haben und keine Reserven. Zumindest keine, die wir aktuell nutzen können.